Freunde, was geht ab und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Das ist Vlog Nummer 1 von Schottland. Wir sind gerade auf dem Weg nach Schottland, wie ich euch gerade gesagt habe. Wir sind jetzt schon 3 Stunden auf dem Weg. Wir sind jetzt von ganz unten vom Süden von Deutschland schon bis nach, ich weiß gar nicht genau, wo wir jetzt aktuell sind, gefahren. Wir haben auf jeden Fall heute das erste Ziel, Dunkirchen. Wir haben jetzt gleich noch 5 Stunden vor uns, 550 Kilometer. Ist noch ein bisschen was, aber ich denke mal, das schaffen wir. Freunde, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt ins Auto, fahren eine Runde weiter und genau, schauen wir mal, was Sache ist. Ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich in Dunkirchen wieder. Wir machen jetzt die nächste Pause. 3 Stunden haben wir noch vor uns. Jetzt geht es erstmal schön was zu Abendessen. Wir haben beide mega Hunger und langsam wird es ein bisschen anstrengend. Deswegen machen wir jetzt erstmal schön Bratkartoffeln. Da. Jetzt können wir endlich futtern. Wir haben es fertig aufgegessen und alles wieder verpackt. Und jetzt machen wir uns an die letzten 3 Stunden. Und dann sind wir endlich in Dunkirchen. Wir sind jetzt mittlerweile endlich mal angekommen, nach keine Ahnung wie viel Stunden Fahrt. Das waren jetzt dann insgesamt, glaube 9 Stunden oder so, 900 Kilometer, 10 Stunden. Sind um 11.30 Uhr losgekommen, jetzt haben wir mittlerweile 22.40 Uhr. Haben jetzt schon ein bisschen was zu Abend gefuttert und so weiter. Und jetzt muss ich natürlich noch mein ganzes Footage rüberziehen. Ich kann euch sagen, hier in dem Canopy Camper, das mal arbeiten, das ist richtig geil. Ihr könnt euer MacBook hier hinstellen. Wir haben jetzt unser MacBook hier über 12 Volt angeschlossen. Das ist richtig entspannt. Ihr habt hier oben hier diese 12 Volt und USB-Steckdosen. Das ist richtig cool. Klopft das einfach hier hin, macht diese kleine Klappe hier oben runter. Könnt ihr euch dann einfach gemütlich hinstellen und könnt richtig gemütlich daran arbeiten. Genau, morgen 12 Uhr, Freunde, geht's auf die Fähre. Das heißt, wir sehen uns morgen früh wieder. Und ich mache jetzt hier mal noch ein bisschen weiter. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Mittlerweile bin ich schon eine ganze Weile wach und habe schon Tee gekocht und was gefuttert und alles Mögliche gemacht. Aber mittlerweile ist es auch mal hell geworden. Das ist ziemlich gut. Wahrscheinlich sehe ich noch ein bisschen verschlafen aus, aber naja. Die Nacht war echt schön warm drinnen mit unseren Schlafsäcken. Und vor allem heute Morgen mit der Standheizung. Wir haben die einfach dann auf Timer gestellt und dann ist ja auch morgen selber angegangen, schön Stündchen gelaufen und dann hat sie einen richtig schönen warmen Canopy Camper. Das ist schon mega praktisch und mega gut. Genau. Wir werden jetzt die ganze Karre zusammenpacken und dann werden wir zum Hafen runterfahren, damit wir endlich mal die Fähre rüber nach England nehmen können. Und dann geht der Urlaub quasi so richtig los. Genau da müssen wir jetzt erstmal unsere Fertiges abholen. Jetzt geht's den Jack in Unterhaltung. No spare fuel cans. Also für alle, die quasi die Ersatzkanister drauf haben. Jetzt sind wir quasi durch die ganzen Sicherheitskontrollen durch. Und ja, war irgendwie lustig. Die haben eine Drohne. Das ist ziemlich lustig. Die ist in so einem kleinen Gefäß drin und so ein kleiner, in so einer kleinen Box. Dann fährt es wie bei Star Wars, fährt das Ding auf, dann fährt so ein kleines Tablett hoch mit der Drohne und dann kann sie losfliegen. Sind sie aber nicht.
Genau, dann habt ihr noch so ein bisschen Facecheck, dann habt ihr noch ein bisschen Auto durchgucken und so Zeug. Aber alles sehr entspannt und vor allem die Menschen sehr freundlich. Und jetzt können wir hier quasi warten, bis unsere Fähre fährt. So, Freunde, jetzt geht's rund hier. Das Militär ist auch schon am Start. Schön mit einem Defender und einer G-Klasse. Geschmack haben die Leute. So, Freunde, jetzt geht's auf die Fähre. Angekommen. Das heißt endlich, ging eigentlich relativ schnell und echt entspannt. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hoch und schauen uns das Auslaufen an. Das heißt, wir sind jetzt ja gleich oben wieder. Angekommen und jetzt schwingen wir uns das Lenkrad und schauen uns mal an, wie man auf der linken Seite fährt. Ich bin echt mal gespannt, noch nie gemacht, aber ich glaube, das wird ganz gut. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird, wenn wir auf der linken Seite fahren. Ich bin echt schon ein bisschen aufgeregt, noch nie gemacht. Sieht schon mal richtig geil aus hier, zumindest was man sieht von der Fähre runter. Ich glaube, das wird richtig cool vorne. Jetzt legen wir an, dann geht's los. So, was soll ich sagen? Wir sind jetzt schon anderthalb Stunden unterwegs auf der linken Seite, weil das ist gesünder in England. Und das war das erste Mal, dass ich auf der linken Seite gefahren bin und geht eigentlich. Also bis jetzt, es kam noch nichts wirklich Krasses irgendwie. War ja quasi überwiegend Autobahn. Aber es geht schon. Es ist tatsächlich gar nicht so komisch irgendwie, wie man denken würde. Aber wir lassen uns mal überraschen. Wir sind hier an so einer Raststätte. Mal kurz ein bisschen Pause machen, weil wir übelst durch sind. Genau. Somit machen wir jetzt irgendwas und sehen uns dann heute Abend wieder. Nächstes Ziel. Unser nächstes Ziel wird übrigens Dover sein. Nee, nicht Dover, genau, da kommen wir her. Unser nächstes Ziel wird Dover sein. Wir fahren zurück. Und dann nehmen wir die Fähre und fahren nach Hause. Nein. Unser nächstes Ziel wird Brighton sein. Mal schauen, wann wir heute ankommen. Vor allem, es wird wahrscheinlich dann schon echt dunkel sein. Aber lassen wir uns mal überraschen, was dabei rauskommen wird und wie lange wir noch brauchen und was wir dann noch dort tun. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nächstes Ziel Brighton. Okay, Freunde, wir sind mittlerweile endlich in Brighton angekommen und jetzt am Brighton Pier. Das ist ziemlich cool. Wir sind hier gerade runtergelaufen, durch ganz Brighton quasi. Und es ist mega, mega cool hier. Ich war schon mal hier. Morgen gehen wir mal her, wenn es hier hell ist. Ja, das wird gut. Das mit dem Wetter in England ist auf jeden Fall nicht so viel versprochen, weil es ist ständig am Regnen. Ständig. Also wirklich ständig. Regnet, dann regnet es nicht, dann regnet es wieder. Aber ist ja cool, ist halt England, ne? Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir sind gestern Abend noch von Brighton weggefahren, weil unser Standplatz mitten in der Stadt war und naja, mit so einem Dachzelt
sieht man das schon ziemlich gut, dass da drin jemand schläft. In England ist es offiziell nicht erlaubt, irgendwo einfach wild zu campen im Prinzip. Dementsprechend ist es auch nicht so die beste Idee, sich mitten in der Innenstadt reinzustellen und da zu campen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, gestern noch eine Dreiviertelstunde rauszufahren aufs Land, und es war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Es ist richtig schön hier. Es ist zwar klar typisch englisches Wetter, aber damit rechnet man ja, wenn man hier im Winter hingeht. Und es ist richtig, richtig schön. Also, ich zeige euch hier gleich mal noch die Umgebung. Also es ist einfach richtig, richtig schön hier. Heute Nacht hat es ein bisschen geregnet. Stört uns aber auch nicht, weil das Dachzelt hält schon dicht. Genau, also richtig, richtig gut. Was ist unser Plan für heute? Unser Plan für heute wird es erstmal sein, nach Brighton reinzugehen. Zum einen muss ich mir auch eine externe Festplatte besorgen, so eine Lazy Rugged Drive, weil ich sonst ein bisschen Probleme mit meinen Speichermedien kriege. Vor allem halt, dass man es spiegeln kann, dass man die Daten nicht verloren geht im besten Fall. Und dann wollen wir jetzt, wenn es hell ist, mal runter ans Brighton Pier laufen. Das heißt, an den White Cliffs entlang und dann runter, genau, zum Pier. Das ist unser Plan für heute. Das heißt, wir machen uns jetzt fertig, machen noch ein paar Fotos, packen dann zusammen und dann fahren wir wieder zurück nach Brighton. Und dann sehen wir uns wieder. Okay, zum einen haben wir das Auto umgeparkt, weil hier mittlerweile jetzt ganz schön viel los ist, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir uns umgezogen, uns gerichtet und so weiter und haben uns jetzt dazu entschieden, doch da oben auf diesen Gipfel zu laufen. Hügel, nicht Gipfel, Hügel. Auf diesen Hügel zu laufen. Genau, weil zum einen hat man von da oben bestimmt eine coole Aussicht und zum anderen ein bisschen Füße vertreten ist schon gar nicht mal so schlecht. Und da gibt's Ponys. Es gibt Ponys. Genau, deswegen laufen wir jetzt gemeinsam noch hoch und dann schauen wir, was der Tag noch so bringt. So, ging gar nicht mal so lang und da ist der Baum, den man von unten gesehen hat. War nur ein bisschen anstrengend, aber war tatsächlich echt nicht so weit weg. Diese zwei kleinen Pünktchen da hinten, das sind Ponys. Und da unten sind noch mehr Ponys. So, fertig mit Pferdchen streicheln, fertig mit Pferdchen fotografieren. Jetzt laufen wir einmal runter und dann geht es eigentlich nach Brighton oder so ähnlich. Wir sind uns gerade selber noch nicht so richtig schlüssig, wo wir jetzt parken und wo wir hingehen und wie es weiterläuft. Aber das wird schon. Das Schöne an dem Auto ist und an diesem Camper grundsätzlich, wir haben eigentlich keinen Plan, wo wir hingehen. Wir fahren im Prinzip eigentlich, also so grob habt ihr halt so ein paar, oder wir so ein paar Destinationen, wo wir hinwollen. Aber eigentlich sagen wir jetzt einfach, keine Ahnung, wir fahren nach Schottland, fahren einfach mal los und dann sieht man schon, was Sache ist. Dann sieht man schon, wo man hin möchte. Dann könnt ihr euch mit den Locals unterhalten, die haben euch meistens auch noch coole Tipps. Und genau, so findet ihr eigentlich so die coolsten Spots. Entweder euch selber ausprobieren, durch irgendwelche Apps oder am besten, indem ihr euch mit irgendwelchen Locals unterhaltet. Okay, Freunde, wir machen jetzt was Lustiges. Da steht unser Auto und wir hüpfen jetzt zu unserem Auto, okay? Hier sind wir hingesprungen, hingejumpt, ging eigentlich schon schnell. So. Wir packen jetzt die ganze Hütte ein und dann fahren wir los.
auf geht's nach Brighton. Ausländer. Da kommt jemand. Also ich kurz hätte auf Fotos während der Fahrt nicht eingefangen. Direkt frei. Ja. Wir sind endlich angekommen. Da vorne könnt ihr schon das Pier sehen. Und genau da werden wir uns jetzt hinbegeben. Mal schön quasi im Hellen. Alter Schwede, Freunde. Das Wetter ist einfach mal brachial gut, ey. Wir haben so ein geniales Wetter. Da ist das Brighton Pier. Ich war schon vor einigen Jahren mal hier am Brighton Pier. Oder allgemein in Brighton. Und es hat sich quasi auch nichts verändert. Sieht quasi noch genauso identisch aus. Aber ich kann euch sagen, ich bin froh, wenn es aus den Städten rausgeht. Endlich mal nach Schottland. Bin nicht so der Stadttyp. Eher irgendwo raus in die Walachei, schön meine Ruhe. Das ist schon einiges angenehmer.